So, ging aber zackig jetzt hier. So. Du. Das da. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Dann klicken wir die hier gleich nochmal an. So schnell stirbt niemand. Na komm, sammel ein. Hammer. Ja, das erledigst du. Dieses kleine Nashorn, was mir hinterher rennt, ey. Kira, mach du mal. 5. Ich glaube, ich nehme den noch nicht an. Ich habe jetzt diese Sachen angenehm. Einmal Oricon und einmal Sachen auf Shadow of Revan. Kannst du schon annehmen, aber du musst dort nie wieder hinfliegen. Ich habe soweit auch alle angenommen, aber hab sie erstmal ausgeblendet. Steht auch übrigens immer, vielleicht hast du auch so eine angenommen, darum wird auch immer gesagt, nachdem du den Imperator getötet hast. Achtung, Spoilerwarnung. Aufgrund von Spoilern in dieser Mission sei empfehlen, der erste Klassenspoiler zu schützen. Etwas ehrlich, hoffentlich nicht. Nö, also ich hab die schon angenommen, aber ich hab die ausgeblendet. Also, ich mach die definitiv noch nicht. Da warte ich noch ein bisschen ab. Was soll's, ich mach ein paar Raumkämpfe. Geh doch auf Narshada, mach die, Wo fest. Hast du die angenommen? Auf Narshada. Bist du einfach so grundlos nach Narshada gereist? Nö, das war schon, also das wird dir dort angezeigt. War das noch auf Narshada? Ne, oder hab ich das auf der Flotte angenommen? Egal, da will ich sowieso hin. Ich muss wieder zurück. Ich habe jetzt Hauptquests noch auf Alderaan und Markep. Warte, ich habe ich habe eine Flashpoint-Mission, ich habe Knights of the Fallen Empire, ich habe Klassenquest auf Todessiegel, keine Ahnung wo das ist, ich habe auf Markep, ich habe eine normale Quest auf Oricon, eine normale Quest auf das Makro-Fernglas-Dings, auf Illum habe ich Shadow of Revan und irgendwo ist noch Alderaan. Ja gut, du hast noch ein paar mehr. Hey, schau mal, was bei der Flotte ist. Ich muss mein Schwert sowieso aufrüsten. Na, die hier ist heute dazu gekommen. Die kann ich erstmal ein Dingsen. Kopfgeld ist sogar Flashpoint, siehst du? Ja, kann auch sein, dass ich welche ausgeblendet habe, muss gleich mal schauen. Ich suche gerade Alderaan. Tatsächlich.
Ach nee, warte mal, die wird doch erst gemacht, wenn du auf Dingsbums bist. Auf deinem Schiff. Ich muss erst mit dem Roder-Terminal interagieren, glaube ich. Achso. Die Quest heißt das Todessiegel. Reise nach Alderaan. Dann habe ich die gerade minimiert. Oder auch nicht. Okay. Oder? Todessiegel, ja, hier, Klassenquest. Ja. Ja, die bleibt erstmal ausgeblendet. Jetzt erstmal hier machen. Dann fahre ich jetzt richtig? Nö. Das Stab des Toolkorb. Irgendwelche Schuhe, die sind schlichter als meine jetzigen. Das Grün, ich habe blaue an. Ne, die sind schlechter. Ich will das Lichtschwert ausrüsten. Hast du das Lichtschwert in meinem Inventar schon gesehen? Was, wie was? Das Lichtschwert, das macht 1367 Mini-Damage und Max 2050. Und ist aber ich glaube, das war Stufe 75, oder? Ja. Und das ist noch nicht mal aufgerüstet. Es kann dann sogar sein, dass meins besser ist, wenn ich das aufrüste. Das hatte ich ja mit meinem anderen Lichtschwert. Ich habe mein anderes aufgerüstet, also ich hatte neues bekommen, was mehr Damage hatte. Konnte es aber nicht aufrüsten, habe meins aufgerüstet, meins war besser. Warte mal kurz, ich muss dir kurz unterbrechen. Ich habe ja bei dir heute gesehen, dass du ein ganz anderes Redeinterface hast. Oben, unten ist ein bisschen schwarz, 1, 2, 3 Antworten und so weiter. Das ist die Nasha Dark Quest Sache, das ist nur dort so. Ich wollte gerade fragen, ob das mit deinem Abo zusammenhängt, weil ich habe kein Abo und ich habe das jetzt auf einmal auch Gespräch. Das ist normalerweise nur bei den Nashadar-Sachen. Dieser Fest des Wohlstands. Ja. Annehmen, aber ich reise nach Nashadar. Okay, ich habe die Quest jetzt auch gefunden, aus Versehen. Ärger im Paradies, das Todessiegel, Kristallkugel, geschmiedetes Bündnis Teil 1, Auftakt, Revan Schatten. Ich habe also noch ein paar mehr Lieder. Es war mir ein Vergnügen. Folio Semisem. Ugin is it key. Das ist egal, ist alles Stufe 30, Rotz. Ui. Ich habe heute 6 Level gemacht. Was ist da noch? Gut, kehre zu IK Ramalama Dingsbums zurück. Willkommen zurück. Soll ich jetzt echt verarschen? Mein Meister erwartet Sie am Holo. Ich habe eine Questreihe, die heißt okay. Ich konnte eure Fortschritte teilweise mitverfolgen. Ihr habt das Imperium in Panik geschürzt. Zur Sektion Sie taumeln förmlich von dem Schaden, den ihr angerichtet habt. War jetzt nicht. Wir haben ihre Pläne auf Nashadar vereitelt, aber sie werden zurückkommen. Schon jetzt bedroht das Imperium noch mehr von unseren Leuten. Dieser Überfall hat einiges aufgewirbelt. Vor kurzem habe ich einen versteckten Anbau im Gefängniskomplex des Imperiums in der Schattenstadt entdeckt. Och nein. Ich habe den SID informiert und der entsandte Teams, um die Sache zu untersuchen. In diesem Anbau hält das Imperium Kriegsgefangene aus der Republik verborgen. Euer Angriff hat die Imperialen in Rage versetzt. Sie wollen unsere Leute nun hinrichten. Wir müssen die Exekution verhindern. Wie kommen wir in diesen Gefängnisanbau? Von da aus, wo ihr jetzt seid, kann ich euch leichter reinbringen. Dieser Droide hat Versorgungsgüter bei sich, die ihr mitnehmen müsst. Liefert die Sachen an eine meiner ferngesteuerten Droideneinheiten und... Oh nein. Der imperiale Geheimdienst ist mir auf der Spur. Seid ihr sicher, dass ihr nicht einfach unter Verfolgungswahn leidet? Ich habe die privaten Aufzeichnungen meines Vorgesetzten gehackt. In seinen letzten Einträgen geht es nur darum, dass er einen Verräter in seiner Abteilung aufspüren will. Nach allem, was heute passiert ist, gehöre ich sicher zu den Hauptverdächtigen.
Was mache ich denn jetzt? Wartet nicht, bis man euch entdeckt. Er wird euch töten oder Schlimmeres. Ihr habt der Republik gut gedient. Zeit, nach Hause zu gehen. Macht euch leise aus dem Staub. Verlasst Narshada so schnell wie möglich. Verdammt. Ich hätte hier noch so viel ausrichten können. Aber ihr habt sicher recht. Ich werde das Chaos nutzen, um meine Flucht zu verschleiern. Droide, übergib die Versorgungsgüter und spuck die Koordinaten des Turbolifts im Gefängnisanbau aus. Ich habe da unten eine Astromech-Einheit umprogrammiert. Ihr müsst den Astromech finden und ihm die Güter übergeben. Er macht dann eurer Kontaktperson Meldung. Ich verabschiede mich. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Die blende ich jetzt erstmal aus. Der Turbolift bringt sie direkt zum Gefängnisanbau. Viel Glück, Bürger der Republik. Warum? Ich bin schon wieder in die Ecke da runter. Mann, da hätten sie mir es gleich sagen sollen, dass ich die Gefangene dort befreien soll. Och, komm! Ach, du willst gegen mich kämpfen? Ich bin das... Keine Sorge. Komm mal her hier. Was hast du davon, wenn du mich angreifst, du Hund? Mann, Mann, Mann. Ich will nach Narshada. Ah je. Muss ich jetzt. Das ist eine Helden plus. Ach nee, das ist die. D6B9 hier. Sieh mal an! Frischfleisch für die Beißerchen der Schattenstadt. Seid ihr zur Zeit zum Kauen? Das werden wir ja sehen. Tut mir leid. Als ich hier eingeschleust wurde, habe ich meine Manieren in den Wind geschlagen. Ist schon Wochen her. Oder Monate? Agentin Valant, das bin ich. Also, hier gibt es nur Verrückte. Das Imperium will republikanische Kriegsgefangene hinrichten lassen. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Ein nobles Anliegen. Und eine gute Art zu sterben. Ihr habt das Versorgungspaket dabei, ja? Lasst mal sehen. Ui, Plutonit. In rauen Mengen. Wusstet ihr, dass das Imperium das Hauptquartier des SID abgefackelt hat? Dabei sind gute Agenten gestorben. Meine Freunde. Und mehr als das. Feuer bekämpft man mit Feuer. Ich habe gesehen, was mit euren Freunden passiert ist. Aber ihr sprecht hier von Rache. Dies ist eine Bergungsmission. Wenn das Detonit kein Leben retten kann, ist es nutzlos. Es ist ganz einfach. Imperiale zu töten, rettet Leben. Das Imperium hat den Hutten einen Superbau abgekauft. Nette Hütte. Da haben sie jetzt alle möglichen wichtigen Leute drin sitzen. Lauter Anführer. Aber das Gebäude hat ein paar Schwachstellen. Das Detonit dürfte ausreichen, um das Gebäude von innen zu zerbröseln, bevor sie mich erwischen. Solche Taktiken sind dem Feind angemessen, nicht uns. Von Selbstmord ganz zu schweigen. Reißt euch mal am Riemen. Unsere Leute schweben in höchster Gefahr. Nehmt die Ladungen und startet damit ein Ablenkungsmanöver. Haltet die imperialen Sicherheitskräfte beschäftigt. Wir befreien inzwischen die Gefangenen und decken ihre Flucht. Man merkt, dass ihr noch nicht lange hier seid. Ihr steckt noch voller Idealismus. Schön, ganz wie ihr wollt. Wir zünden dem Imperium den Schwanz an und sehen zu, wie es sich selbst im Kreis jagt. Könnte spaßig werden. Es gibt hier noch mehr Agenten. Das sind Optimisten wie ihr. Ich teile ihnen mit, dass ihr hier seid und helfen wollt. Schaut mal wieder vorbei. Oh nee. Oh nee. Ich will nicht mehr. Ablenkung für Jahres Wiese, Wisse. Ihr hättet zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Ich denke, wir sind erstmal sicher.
Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis Kahil uns alle ausliefert. Jeder, der mit der Republik in Verbindung steht, muss hier verschwinden, bevor ihre Falle zuschnappt. Aus euren Worten schließe ich, dass ihr für die Republik arbeitet. Agentin Jaser Weiss, Codename Nussknacker. Ich bin seit einem Jahr in der Schattenstadt stationiert, zusammen mit einem halben Dutzend Agenten. Das ist das Gefängnis des Imperiums. Die Heimat ihrer medizinischen Ungeheuerlichkeiten und der gefährlichsten Gefangenen. Aber einer unserer Leute wurde gefasst. Wenn sie ihn foltern, dauert es bestimmt nicht lange, bevor er uns alle verrät. Ich rede mit einer Agentin. Ihr Spitzname ist Nussknacker. Sie ist eine Frau. Jeder Mann, der die datet, tut mir leid. Ich lasse nicht zu, dass ein Diener der Republik durch das Imperium zu Schaden kommt. Ich fürchte, für Kahil ist es zu spät. Diejenigen von uns, die noch frei sind, haben eure Hilfe nötiger. Das Imperium sucht schon nach uns. Die einzige Chance ist eine Ablenkung, die uns die Flucht ermöglicht. Aber es müsste etwas Großes sein. Sie halten hier irrsinnige Sith gefangen. Fremdlinge, die durch die dunkle Seite mutiert sind. Wenn sie fliehen würden. Die Imperialen der Gnade ihre eigenen Gefangenen überlassen. Das gefällt mir. Danke. Ich wüsste nicht, wie wir es ohne euch hätten schaffen können. Findet die Hochsicherheitszellen und befreit ihre Insassen. Wenn wir Glück haben, bleiben dann keine Wachen mehr, um uns zu verfolgen. Sagt mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Dann gebe ich das Zeichen zur Flucht. Wo darf ich jetzt hin? Nach da unten. Lass die Gefangenen frei. 3 Stück. Das ist eine Heldenmission. Nee, davon habe ich genug hier gemacht. Nein, du siehst. Sag mal, zieht der mich hier ran? Ich glaube, mich hackt's. Was für ein Arsch? Schnell stirbt niemand. Was war das für einer, ey? Soll Gefangene befreien und der erste Gefangene ist gestorben. Durch dich? Nö, durch den Feind. Befreien wir den nächsten. Wie wär's erstmal vorher die Feinde? Die tauchen ja einfach so auf. Die machen sich dann auf einmal sichtbar. Und das ist wieder der nächste Tod. Ich glaube, das ist absichtlich, dass sie sterben. Ich glaube, das ist absichtlich. Schnell stirbt niemand. Ach, nee, scheiß auf die Bonusmission.
die ist mir egal. Die Bonusmission ist mir egal. Nein, nein, lass mich los, du Katruine! Oh, jetzt erkenne ich erst die Ecke hier wieder. Das ist die Ecke mit dem Datacron. Der Feuersbrunst. Oh Gott, irgendwie macht mich das Zocken müde. Seid vorsichtig. Ich habe gehört, ein Gefangener soll einen Rancor aus dem unteren Zellenblock freigelassen haben. Ihr habt ja einen Wahnsinnsaufstand angezettelt. Wenn die imperialen Wachen übrig haben, um uns zu verfolgen, esse ich meinen Helm. Verschwendet keine Zeit. Geht lieber, bevor es noch gefährlicher wird. Danke für euer Mitgefühl. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet... Codename Doppelmond. Mission abbrechen. Zurück zum Stützpunkt 1. Codename Sternentod. Mission abbrechen. Zurück zum Stützpunkt 1. Och, erledigt. Schön. Nee, doch. Nö. Nee, ich habe ein Video gefunden, Ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Steve, Panago Kuchapa, Bamichi Spawata. Wer ist TC93? Motamesko Jaya Kokuchu, Asta Micha Kolkuka Dumaji. Taus Hagua Upa. Nira Dissas Limo Crispa, Todanki Kunke Kupa. Was ist diese freie Druiden-Enklave? Wama Otto Chakoga Hutapawa, Tobampa Ula. Faguta Giotto Endia. Sato Chupasa, Vivi Karuba Uta Chuba Chanaga. Wenn die Informationen, die TC gespeichert hat, in die falschen Hände geraten, kann das für die Republik sehr gefährlich werden. Pongi Scotia, Punchi Nayoka, Archichisa Tumpa Mistuka Moguto. Es ist so gut wie erledigt. Late Dusta Tokia Boida, Ku Kawanji, Kukatichoski Nawi, Kuchusi, Yomata Chi Pompota. Una Wawunda Yapawa Kulka Torondi. Quest, ey. Keine Nebenquest ging so lange. Ach so. Ach komm, ey, ich will zwar nicht erzählen, dass du dir keine Angst kannst. Oh.
Schild wird Machtkraft, geht komplett flöten. Ne, rüste ich nicht aus. Habe ich ihn mal schnell aufgeräumt. Hey, helle Seite hat gewonnen. Es wird. Oh, da ist ja wieder so ein großer Weltenboss. Stufe 25. Ey, das ist fies. Ich habe nur noch 4000 Leben. So noch? Ja. Ist doch voll. Nee. So. Ich hatte weitaus mehr. Ich war schon im sechsstelligen Bereich heute auf ihrem Planeten. Ja, gut. Scanner zerstörte abtrünnige Sicherheitsdruiden. Dann fangen wir mit euch an. Ach, warte mal, ich muss den Scanner erstmal nach unten ziehen. Den gescannt und nichts passiert. Was soll denn das? Ich bin auf Korriban gelandet. Was hast du gemacht? Nee, ich habe einen Flashpoint, den ich machen muss, bevor ich auf Nasha da komme, und zwar Angriff auf Korriban. War ich da. Okay. Den hab ich nicht mal gemacht oder bekommen. Mir steht hier, also einmal, wie heißt der Auftakt Revan Schatten, das beginnt dann auf Nasha da, und die erste Quest davon ist, schließe geschmiedete Bündnisse Teil 1 ab, und dieses geschmiedete Bündnis Teil 1 heißt, also schließe den Flashpoint-Angriff auf. Shadow of Revan gemacht. Angefangen. Will ich anfangen, ja. Wieso ist das bei dir Englisch? Aber gut. Ich dachte, das wäre eine Quest. Die hab ich noch nicht mal gemacht. Nee, das ist ja eine lilane Quest. Dachte ich, haben da. Oh. Dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich hab keine Nebenquest auf Nasha da. Ich dachte, ich haben da die Lilane hingeführt und dann bist du in dem Wirrwarr der Gelben verschwunden. Nee, es war auf der republikanischen Flotte ein Druide, der hat gesagt, da ist ein festes Wohlstands, bla bla bla. Bin ich dahin mit der Quest, und dann habe ich meine, die wöchentlichen Quests hier bekommen für den Wohlstand. Wow, ich mache Absicht nicht weiter, habe ich sogar heute gesagt, dass ich erstmal auf alles verzichte. Rein ist vor. Genau. Das wollte ich ja nicht. Shadow of Revan kommt auch erst nach uns, nachdem wir auf Eldaran waren und so weiter. Da habe ich keine Spoilerwarnung. Die Spoilerwarnung kriegst du auch bloß einmal.
Ich krieg bei den ganzen Quests, wo die Typsis mit mir quatschen, der Held der Republik, der den Imperator gestürzt hat, überhaupt keine Warnung mehr. Diesmal scheint es das auch was unabhängig. Der will einfach nur Korriban angreifen. Hier steht. Normalerweise steht ja, was du immer vorliest, nachdem du den Imperator gekillt hast, glaube ich. Das soll ich gar nicht erwähnen. TC da hinten. Der ist da oben. Wie breche so ein Quark nochmal ab? Im Missionsmenü. Anklicken und aufgeben. Was ist, wenn ich da noch drin stehe? Gehe ich einfach raus. Das weiß ich nie. Du kannst diese Mission im Moment nicht verlassen. Ja, weil ich drin stehe. EC93, Carina schickt mich. Nee, da komme ich auch wieder nicht zurück. Nimm eine selektive Datenlöschung vor, TC. Ich muss die Pläne in Sicherheit wissen. Dein Speicher muss nicht zerstört werden. Spiel beenden. Interface Editor, nee. Wenn's Flashpoint ist, brauchst du dich einfach bloß kurz ausloggen. Ah, okay. Kehr zu Dingsbums zurück. Hin. Darunter. War das hier unten? Ja. Ach, lass mich doch in Ruhe, Mann! Geht jemand anderen auf den Sack? Ach, wo ist der jetzt, die Troller? Ja. Pünktlichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Was ist das denn? Zellenpaket der Begabten? TC hat einer selektiven Datenlöschung zugestimmt. Er ist immer noch empfindsam und ich habe die SID-Pläne. Inga Bunya. Amu Into und Magisa. Mitisa Taparena? TC wollte euch nicht verlassen. Er hat es nur getan, weil er wusste, dass ihr nie dauerhaft zusammen sein könntet. Rallenpogitpa, Koji Nagusha. Yunaliska Chananga Wachitospa.
Inikondinga. Bitte lass es mich endlich fertig haben, bitte. Komm gleich wieder. Dem Himmel sei Dank, ihr lebt. Dem Droiden zufolge war die Mission ein voller Erfolg. Die Kriegsgefangenen flüchten gerade und besteigen republikanische Transporter. Ihr habt den Krieg für Nar Shaddaa gewonnen und das Imperium zum Rückzug gezwungen. So etwas ist es nicht gewohnt. Von jetzt an werden sie das öfter tun müssen. Das wäre mal ein prächtiger Anblick. Dadurch wird der Preis für den Sieg fast erträglich. Ich steige jetzt in eine Raumfähre nach Coruscant. Habe den imperialen Geheimdienst wohl gerade rechtzeitig verlassen. Danke, dass ihr mich dazu überredet habt. Ihr solltet euch beim Raumhafen melden und denen erzählen, dass wir gewonnen haben. Es war mir eine Ehre. Ich melde mich jetzt ab. Kehre zu Dingsbums zurück. Aber ich schaue, das war's dann, ey. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Jetzt kommen wir ohne Aufgabe einfach mal so nach Nar Shaddaa. Es ist vorbei. Unsere Leute sind vor der Bedrohung des Imperiums sicher. Hört ihr, Barish? Wie fühlt es sich an, auf der Seite des Siegerteams zu sein? Die Dinge ändern sich, Barish. Das Kartell sollte klug genug sein, das zu erkennen. Das war ein bedeutender Sieg für die Republik. Schade, dass wir damit nicht an die Öffentlichkeit gehen können. Jedenfalls jetzt noch nicht. Eure Taten hier mögen verborgen sein. Aber ihr habt euch zweifellos unsere größte Wertschätzung verdient. Bitte nehmt dieses Geschenk als Anerkennung eurer Dienste entgegen. Was für die Mühen eurer Gesellschaft wäre mir lieber. Ihr könntet mir die netten Orte auf Nar Shaddaa zeigen. Der Sieg macht euch kühn, was? Das gefällt mir. Verabschiedet euch, Barish. Die kannte ich noch gar nicht. Aber so. Jetzt sind nur noch wir zwei übrig. Oh, Baby. Folgt mir. Was macht denn die gerade mit mir? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gefällt Nar Shaddaa jetzt viel besser. Schade, dass ich weg muss. Ich muss schon sagen, es gibt... Ich habe gerade erst begonnen, euch kennenzulernen.
selten was Niedlicheres und selten gleichzeitig was Hässlicheres als dieses komische Schlammhorn. Was du da hast. Ach du Scheiße, was hab ich denn hier gekriegt? Ich krieg erstmal 300.000 Erfahrung, alles klar. Schmugglerware. Verschlossene Vorratskiste, alte Artefakte. Verschlossene Vorratskiste, Militärausrüstung. Fremdlingsforschung. Militärausrüstung würde ich haben. Das findest du hässlich? Warte. Ich finde den Kopf niedlich, der Rest ist aber absolut hässlich. Also ich muss erstmal gucken, wo sind die? Unter P. Das ist doch mal putzig. Was denn? Das ist das zweite Tier, ich muss mir geholt haben. Du kannst mit Maushand im Übrigen auf Ego ran scrollen. Kira, verzieh dich mal. Welche? Wir stehen bei mehr rum. Das, ich glaube, das ist tatsächlich deine. Die hab ich mir hab ich mir halt gegönnt. Ich hab aber hier fertig. Ich müsste jetzt eigentlich noch Wohlstandsquest machen, zwei Stück. Also ich sag mal so, abgesehen von der Quest, die ich schon gemacht habe, habe ich hier gar keine. Wo hast du die allererste angenommen, weißt du? Warte, wir gehen mal zur komischen Flotte. Wo muss ich überhaupt hin? Da. Flotte wieder? Achso. Ja, da gab die habe ich dort angenommen tatsächlich. Da habe ich die einfach übersehen. So, irgend so kleiner Puppeldruide. Da habe ich nämlich auch die Kopfgeldvermittlungsgesellschaft angenommen. Ja, die Quest habe ich auch. Dann habe ich den Dreh eigentlich schon gesehen. Da musst du halt zum Kartellmarkt. Und dann hast du dir wieder Zeug kaufen und klopfst ein Serum und irgend so ein Verhördruide. Dann einmal zur Flotte. Das ist halt auch der einzige Punkt, der mir aktuell angezeigt wird, die Flotte. Ja, weil du alles andere ausgestellt hast. Ich habe immer nur die Klassenmission noch so als Hauptziel, wo ich irgendwann mal hin will. Mit dem ganzen Klassenwirrwarr. Das können wir dann machen. Wir können heute nach Alderaan reisen. Ja, können wir gerne machen. Mich interessiert das echt nur wegen dem Quark da. Kann doch nicht sein. Muss nur vorher wieder Rüstungsteile holen. Was für Rüstungsteile holen? Für Stufe 64, fürs Lichtschwert. Das heißt aber doch nicht Rüstungsteile oder so. Naja, Versorgungsgüter oder wie die ist, ne? Weil du kannst in der Flotte auch wortwörtlich Rüstungs-Upgrade-Dinger auch kaufen und sonst viel Quark, so. Also. Wo bist du denn? Ich müsste jetzt gleich beim Haupteingang sein. Da, komm mal mit. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hat noch geladen. Ah, da. Ja. Ich müsste sogar der Typ sie sein. Kannst du den anklicken? Ja. Ich will gerade im Gespräch. Muss mal schauen, habe ich die ausgemacht? Event. Ah. Hast du ausgemacht oder was? Wir sehen uns später. Also hast du es ausgestellt. Mhm. Dann. Mach mal. Oder du machst es nächste Woche, wenn. Ich ja sowieso nicht, wenn ich so sowieso nicht streamen kann und einfach nur so zocke. Ich verkaufe nur die besten Waren. Das ist mir komplett egal. Das wird ja nicht nach, weiß ich nicht, wie viel Tagen zu Ende sein, weil du kannst die Aufgabe nur wöchentlich machen.
Ich habe noch nie angefangen damit, also. Okay, das will ich haben. Dann eins davon. Das da will ich haben. Und jetzt brauche ich noch so ein anderes Teil hier. Angriff 99, 86 Ausdauer. Seht euch ruhig um. Ich muss gerade mal nochmal was beim Handelsmarkt schauen. Okay, meins macht aktuell 511 bis 767. Wie viel? 511 bis 767. Jetzt macht es 665 bis 997. Hm. Ja gut, den ersten Wert, den kriege ich noch einigermaßen hin. Was ist in dieser verschlossenen Kiste? Die kann ich nicht anklicken, ne? Das eine, ne? Bringe diese Kiste zu Baywan Aigo, um das Militär deiner Allianz zu stärken. Dafür bekommst du einen Teil des Inhalts als Belohnung. Wo bitteschön ist Baywan Aigo? Ja. Was machst du jetzt? Ich hab hier in der Nasha Dark Quest ja eine Kiste bekommen, die verschlossen ist. Ja. An Vermächtnis gebunden, eine verschlossene Kiste mit der Auswahl hochwertiger militärischer Hardware. Deswegen kannte ich die Quest noch gar nicht. Bring diese Kiste zu Baywan Aigo, um das Militär deiner Allianz zu stärken. Dafür bekommst du einen Teil des Inhalts als Belohnung. Wo ist Baywan Aigo? Nächstes Problem. Du hast keine Allianz. Um das Militär deiner Allianz zu stärken, kriegst du einen Anteil. Kann sein, dass du der Titel gar nicht sichtbar für dich ist. Ich denke mal eher, dass das hier irgendwie mit Dingsbums zu tun hat, dass halt ich ein Jedi bin und für die Republik. Aber wo sollte ich diesen Typ sie bitte schön finden? Das muss ich halt jetzt echt mal googeln. Da muss ich halt mal raustappen, gibt's halt keinen Ton, ist mir auch egal. Und wieder reintappen. Star Wars The Old Republic. Wieso hab ich Caps Lock an? Baywan Aigo. Da. War ein botanischer Flottenadmiral der Flotte der Galaktischen Republik und später der Flotte der. Warte mal, das ist der Jedipedia. Müsste aber richtig sein. Will die eigentlich alle nicht annehmen? Dienstgrad Flottenadmiral. Flotte der Galaktischen Republik, Flotte der Allianz. Hm? Wusste ich's doch. Aber wo finde ich den? Jetzt der Fremdling mit Hilfe von Flotte der Allianz an. Ja, schön. Baywan Aigo, jetzt kann bla bla. Dienstgrad, Beruf, Tätigkeit. Ich möchte gerne wissen, wo der sitzt. Location.
irgendwie ein starkes Problem gerade. Inwiefern? Ich habe noch nie was von einem Kartell-Bazaar auf dieser Flotte gehört. Das ist das, wo ich vorhin war. Dass, wenn du die Kopfgeldmission angenommen hast, wird dir das auch angezeigt, wo der ist. Wenn du die Map offen hast, ist das ganz oben in der Mitte, der Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Ah. Gut. Planet Odessa. Ich würde halt mal ganz kurz zu dem Planeten fliegen wollen, wegen der Kiste. Ich bin ja auf der Flotte eh noch beschäftigt. Ich bin am Überlegen, machen wir dann erstmal Kopfgeld oder fliegt man dann nach Eilaran? Also ich wollte jetzt hier oben gerade mal kurz mit diesem Flottendingsbums, mit dem Kopfgelddingsbums quatschen, ob der mich irgendwo hinlotst oder ob das alles auf der Flotte passiert. Okay. Ist mir aber danach egal, was man macht. Ne, dann mache ich dann auch noch das Kopfgeld-Ding. Was? Planet Odessa. Underhorn. Crash. Oricon. Dantooine. Odmantel. Odessen. Ja, Odessen, da hinten ist er. Fast im Outer Rim. Nee, Alter, 5000 Credits kostet mich die Reise dahin. Ich bin eine arme Sau. Ich hab nur noch 400.000. Boah, aber ernst, weiß ich, wenn ich dort jetzt gleich, irgendeine Quest bekomme, weil ich die Kiste da hinbringe. Boah, nö. Dann mach ich aber echt alleine weiter. Ich hab so noch Haufen gelbe Nebenquests, die ich machen könnte. Und dann müsstest du warten. Aber ich muss sagen, das lohnt sich. Leck mich am Arsch. Wenn man es ganz genau nimmt, fällt mir gerade auf, den Flashpoint, den ich gemacht habe, ist auch nur eine gelbe Nebenquest. Da hätte ich gar nicht ausgemusst. Bei mir ist der komischerweise lila. Da steht bei mir Flashpoint, eckige Klammer, Story, Flashpoint, Doppelpunkt, Angriff auf Korriban. Prioritätsmission. Operationsmission, Terminal. PvP-Missionsterminal. Hier war doch noch einer. Tägliche Heldenmission. Alter, auf dem Planeten gibt's halt auch noch mal Haufen Schnatteritatsch. Wo ist denn jetzt der Typ sie hier, für den ich das Paket hab? Rabranon. Der ist es nicht. Hier rennen ganz schön viele rum. Ich sag mal so, durch dieses eine Gespräch, was ich gerade gemacht habe, hat sich meine Questreihe verabschiedet. Also können wir doch was anderes machen. Allianzen Landebereich, okay. Ich finde so einen Typen hier einfach nicht. C2 Versorgungsdruide. Da ist ein Sith, der sich ausruht. Und so jetzt lagerst du einfach erstmal in deinem Schiff. Oder willst du es unbedingt jetzt wissen, was da rauskommt? Im Schiff lagern. Nee, das mache ich nicht. Naja, interessieren würde es mich schon, was da rauskommt, klar. Alex Dai Likoli. Alles klar. Aber hier gibt es keinen NPC, der so heißt. Was ist denn das da? Kiosk des galaktischen Marktes. Ich glaube, das ist hier ein reines PvP-Gebiet. Wo ich gerade bin. Rabranon.
alles nix. Okay. Der Planet sieht schön aus. Aber, andere Frage, wie komme ich hier wieder weg? Das Problem ist, ich kann eigentlich gar nicht nach Alderaan reisen. Ich habe 15 von 25 Quests. Ich nehme doch bei Alderaan sicherlich wieder mehr als 10 Quests an. Ich kann gar nicht so viele Quests annehmen. Ja, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zähl doch einfach unten. 10, 11, 12. Ja, 12 von 25. Ich habe halt noch 15 von 25. Ich muss ja jetzt gerade erstmal gucken, wie ich hier wieder wegkomme. Was ist denn das da? Bist du hergekommen? Sergeant. Oh. Gut gemacht, Commander. Okay. Weiß ich halt nicht. Turbolift. Allianzoperation und Sammelraum. Alter, was? Oh, guck mal, Jedi. LOL! Ein Jedi-Ritter und ein Sith-Lord stehen gegenüber und haben gesalutiert. Geil. Och nö. Verrat unter den Chris. Zugangsterminal Krise auf Umbara. Hier gibt's noch mehr. Gut, ich mach jetzt mal alleine weiter, wenn Nein. Willst du die machen? Ja, oder? Nee, ich mach hier erstmal gar nichts. Ich guck mich hier nur gerade eben um, dass ich den Typen finde. Händlerquartier, da komme ich nicht rein. Okay. Fortgeschrittene Forschung, Biomechanik, Händler für geborgene Güter. Was verkaufst denn du? Okay, was wollt ihr kaufen? Nö, ich verkauf lieber was mit dir. Kann ich die... Für 0 Credits, die kann ich nicht mal verkaufen. Musst du da auch noch nach Illum? Warst du da schon? Nein. Schaut bald wieder vorbei. Da war ich auch noch nicht. Ich habe bis jetzt nur die Nasha-Da-Quest-Sachen gemacht, mehr nicht. Und die habe ich ja schon auf Hut und auf irgendeinen anderen Planeten gebracht, wo ich aber zum Glück noch keine Quests angenommen habe. Alter, hier kriegst du halt die nächsten Spirit of Vegans Zugangsterminal, Zugangsterminal, Geheimnisse der Enklave. Alter, was ist denn hier los? Ah, hier steht okay, Typ C. Vor allem hier bei der Flotte, überall wo ich hingehe, sind noch Missionen, die ich annehmen könnte. So, ich hab die jetzt gelöscht. Du hast einfach gelöscht? Ja. Lager sie doch bei dir im Schiff oder sonst wo. Warum? Warum? Dann vergesse ich es, wenn Abo zu Ende ist und dann ist es eh weg. Nö. Warum sollte es weg sein, wenn Abo zu Ende ist? Ist ja ein Gegenstand in deinem Inventar. Wenn ich es im Schiff lager, ist es weg, Darko, wenn Abo nicht mehr da ist. Weil du dann auch den Tresor nicht mehr hast. Ich meine, ich habe da auch einen Tresor als Nicht-Abonnent. Ja, dann versuch da mal was reinzulegen. Na gut, das habe ich nicht versucht. Das geht nämlich nicht, du brauchst ein Abo dafür. Okay, hier komme ich in Scheiße. Wo ist jetzt das... Kantina? Kantina? Aufzug? Allianzlager? Ne, wie komme ich denn hier wieder weg? Oh, jetzt geht der gleiche Quark wieder los. Oh, nö! Dass du dir nicht einfach einmal merkst, wo du da hergekommen bist. Kann ich hier... Ich kann nur zur Kantina reisen. Ich sehe halt dort ein großes Raumschiff, mit dem man wegfliegen könnte, aber... Ich weiß halt auch nicht, wie du da hingekommen bist. Ich habe nicht aufgepasst. Kann ich meinen Skin anpassen? Will ich nicht. Ja, gut.
Odessa Windland. Bin ich von dort gekommen? Das ist zu. Bin ich von hier gekommen? Na nee, das ist eine Skin-Anpassung. Nee. Zugang zur Sternenfestung. Gut gemacht, Commander. Mit dem kann ich nicht interagieren. Was? Darf Diana Julia? Sag mal, wie siehst du aus? Du hast einen Helm auf, also hässlich. Nee, aber jetzt echt normal, ohne Quark, wie komme ich hier wieder weg und so? Das ist doch Kacke. Ich brauche Hilfe! 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 Kantina, Allianzlager, Aufzug. Bitte mal, Aufzug? Aber bei dem war ich doch gerade schon. Allianz Sammelraum. War ich dort schon? Ich glaube nicht. Oder? Doch, hier war ich schon. Allianz Basiseingang. Hey, jetzt bin ich wieder hier bei der Kantina. Jetzt bin ich. Ich muss mal ganz kurz das hier machen, das hier und das hier. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich nicht auf diesem Planeten bin. Ich würde mich hoffnungslos verirren. Das ist ja vor allem, es ist einfach mal nicht groß. Und das hier ist ja die Sifrod-Seite. Aber. Hey, hier gibt's nicht mal irgendein. Leider, der mich wegbringt. Oder ein Typen, mit dem ich quatschen kann. Das ist doch scheiße. Prioritätenmission, Operationsterminal. Tägliche Helden müssen. Nein! Alles nein! Gegenstandsmodifikation. Nein! Ich benutze gleich den Flottenpass. Was ist das denn? Dann komme ich zur Flotte zurück. Oh. Ich frage mich jetzt nur, wie mein Raumschiff zur Flotte zurückkommt, aber egal. Ich bin da. Ich mag erst mal Päuschen pinkeln. Kurz vor Schrift schnappen, ich krieg Kopfschmerzen. Freitag. Erst? Ich dachte, heute war Freitag. Wo bin ich denn jetzt? Hier, okay. Okay, es heißt Spieler Gintaki. Der geheimnisvolle Fremde. Wir. Wookie Knuddelclub, in den will ich eintreten. Knuddelclub? Ja, das ist eine Allianz, die so ist.
Ich setz mich ganz kurz hier hin, mach kurz mal ein Päuschen für die Luft, schon bin gleich wieder da.